shadow of your smile. Hi, wir sind von 64 die Zahnspezialisten aus Berlin. Wir möchten euch zeigen, warum digitale Zahnfarbbestimmung wichtig ist. Und das zeigen wir euch in unserem Spot. Ich möchte euch nun drei Situationen vorstellen, die eventuell auftreten können bei einer Zahnfarbbestimmung. Die Zahnfarbbestimmung ist ja eine elementar sehr wichtige Sache. Situation 1. Eine wunderschöne Patientin sitzt auf dem Stuhl, top gestylt. Ich möchte die Zahnfarbe nehmen und dann schenken wir doch ihr schönes Lächeln. Nun kommen wir zur Problematik 2. Diese Problematik betrifft eigentlich größtenteils die Männerwelt, aber bitte lassen Sie mich trotzdem demonstrieren. Denn viele Männer leiden unter einer akuten Farbschwäche und können die Zahnfarbe nicht hundertprozentig bestimmen. Und auch hier wäre es sehr hilfreich, eine digitale Farbmessung zu benutzen, um die optimale Zahnfarbe zu erkennen und bestimmen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nun kommen wir zur Problematik 3. Schwierige Sichtverhältnisse. Stellen Sie sich vor, wir sind eine Praxis, die täglich bis 20 Uhr geöffnet hat. Der Patient kommt um 19 Uhr und Sie sehen, es ist dunkel. Auch hier ist es schwierig, die Zahnfarbe zu bestimmen, ohne ein digitales Messgerät zu haben. So, und das waren nun unsere drei Beiträge zum Thema, warum digitale Zahnfarbbestimmung Sinn macht. Und wir setzen sich die Zahnspezialisten.